Und Vertrauen. Und warum vertrauen sie dem? Weil er Haufen Kohle verdient. Wegen nicht der Normalo. Ist einfach, naja, ist einfach nur cool. So, ich habe gegrast. Was gekrast? Und was machen wir hier jetzt? Ich überlege gerade, haben wir denn? Das ist noch nicht fertig, aber wieso wird denn? Verstehe ich nicht. Vielleicht musst du einfach mal vorspulen. Geht so nicht. Hier vorn Gras gepflanzt. Darin, dass das Feld bitte als abgeerntet angezeigt. Verstehe ich nicht. Welches? Feld 20. Na, weil du gerade das Gras angepflanzt hast. Das Aber hat eine Wachstumsstufe ist doch hier schon. das. Ja, lass es doch erstmal synchronisieren. Hast du vor einer Stunde erst gemacht. Achso. Gut, das kannst du natürlich erklären. So. Ach, siehst du. Tiga. Was ist das für eine Gurke? Ach, das ist aber wie. Ich könnte ja mal noch das Saatgut holen. Ist ja noch welches über. Das hole ich mal noch. Ey, die gehen mir auf den Sack mit ihrer Kettensäge. Heckensäge. Immer haben Segen. Ja, ich weiß nicht, die machen ja mehr Pause als irgendwas anderes. Ja, Kettensäge, Heckenschere müde, Heckenschere muss ich ausruhen. Ach so. Oder so ähnlich. Also die müssen jeden Tag nur so und so viel schaffen und damit und halt genügend Zeit. Ja, so ist das im Normalfall. Was war denn das jetzt? Server gespeichert? Server gerade gespeichert oder was? Hast denn du schon mal da gekauft? Ich habe gar nichts gekauft. Also du hast irgendwas gemacht. Nein. Bist du gerade hier oben über die Waage gefahren? Nee. Ich war auf der Straße vor der Tankstelle. Ach so, ja, das kann passieren, dass er mal kurz nachruckelt. Aha. Na dann ist er was. Ja, warum uns auch Schweine hinten. Solange der hier den Hänger mit Saatgut befüllt, wie viel sind da eigentlich noch drin? Ach, nur noch 10.000. Wie oft hast du das Saatgut geholt? Warum ein Hänger voll? 40.000. Oder 30.000, irgend sowas. Naja, zumindest kommen wir mit dem Saatgut erstmal eine Weile hin. Was Ach, schon. den LKW hier, den Tui Axel,
Den habt ihr auch gemietet. Ja, also da die Zugmaschine ist gemietet, ja. Ja, ist aber nicht teuer. Meinst du? Mann, was jetzt hier in Thüringen rumfährt. Ja. Ich kann auch einen anderen LKW nehmen. Das ist völlig egal. Da soll ich den erstmal wieder wegschaffen? Ja, was können wir machen? Holz brauchen wir erstmal nicht, weil das Bretterding ist voll. Da lachen vorn 398.000 drin. 400.000 passen ja bloß rein. Das dauert ja eine Weile, bis der da fertig hat. Obwohl, warte mal, das ist blöd. Irgendeinen LKW brauchen wir. Oder einen Dolly. Also jetzt kriegen wir den Hänger mit den Paletten dort nicht weggezogen. Aber ich fahre es mit der Runde. Weil sechs Bretterpaletten stehen schon drauf und zwei passen noch auf den Hänger. Warte, ich gucke. Aber es könnten eventuell schon wieder welche fertig sein. Das ist ein bisschen blöd mit dem automatischen Vorfördern von diesen Paletten. Warum? Naja, mit diesem automatischen Ladeskript, da hängt sich das, beißt sich ein bisschen gegenseitig. Nee, du darfst nur von den Spawnpunkt nicht die Palette runternehmen. Nee, die hatte ich nicht. Ich habe ja nicht mal die vorletzte Palette weggekriegt. Bremse ist ja so, als würde ein Anker rauswerfen. Naja, wenn er leer ist. Ja. Also Saatgut haben wir jetzt 181.000. Sollte erstmal 2-3 Tage reichen. Denke ich. Ich nehme mal stark an, auf der Kornwelt werden wir einen Manni dann wiedersehen. Meinst du? Ja, denke ich. Oder macht ihr auf seinen Server drauf? Naja, wie schnell. Und auch wenn wie viel dort mitspielen, weil alleine wirst du ja dort adlig. Außer er will unbedingt. Dings machen. Wie gingen die blöden Rundumleuchten aus? Post 1. Ah, genau. Wenn du deinen Traktor schon abstellst, dann da nicht vor sich hin leuchten. Doch, Disco. Ach so, ja, genau. Nicht mal ein Kennzeichen hat er dran. Ach so. Ja. Mann. Ja. So, jetzt? Arbeitet ganz schön langsam.
Was? Sägewerk. Ja, immer noch 386.000 drin. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ja. Hatten eigentlich dieses eine Band hier zu sagen, was sich daher dreht? Bei diesem Backsteingebäude. Wo? Sägewerk. Dort, wo die Paletten sind, daneben ist da so ein graues Förderband. Warte, ich komme. Na ja, durch. Da hier, das hier. Ach, das ist noch vom alten Sägewerk. Ah. Hat doch keine Lust, oder was? Nee. Du kannst aber hier die Stämme einfach schon hier reinschmeißen, gell? Nee. Warum nee? Das, na, weil das voll war, die sind dann daneben gewurzelt. Ja, die bleiben aber hier drinnen liegen. Und die werden dann automatisch eingezogen. Ach so, na, das wusste ich nicht. Deswegen habe ich sie wieder eingeladen. Deswegen habe ich ja hier alles Kollision gelassen halt. Dass die halt nur in dieser... Ne, warte mal, hier, das hat keine Kollision. Warum hat denn das keine Kollision? Oh. Fusch. Naja. Boah, die Mörder heutzutage, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ah, könnte es schon Manfred sein. Ha. Man muss doch auch mal, ne? Was muss man? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen hin und her sein, ne? Komm mir nicht so. Ey, wieso haben die jetzt hier auf einmal Kollision? Die haben schon immer Kollision. Ne, wenn sie auf dem Hänger sind, kannst du durchlösen. Ja, weil dann wieder... Das ist wie mit dem Holzstamm. Ah. Wenn du, glaube, die Spanngurte dran machst. Ja. Eigentlich müssten die dann auch wieder weggehen. Ja, Kollision. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ja, den Spanngurt wieder hin. Du Prinz. Flatbed A-Trailer. Achso, genau, das ist ja für die Palette. So. Jetzt? Jetzt ist. Obwohl noch jeden Tag, dann müsste die andere Wiese auch fertig sein. Beim Feld 24. Denke ich. Nee. Ja, da muss man nochmal mit Robby reden. Warum? Ja, diese amerikanischen Trailer und Trucks, das passt nicht. Das sieht doch nicht hübsch aus.